Pass auf, ich mache das jetzt mal so. Hier unten, wo es einigermaßen schmal ist, baue ich schnell so eine Barrikade hin. Das mache ich immer ganz gerne. Natürlich nicht zwei nebeneinander, da würden Spinnen ja durchpassen. Ich glaube, der Zombie verfolgt mich. Kann das sein, dass der von da oben kommt? Ja, aber vermutlich ist da drüben auch noch was, ne? Ich wollte das ja nur, ist nicht anders. Ich musste ja unbedingt hier reinrennen. Ja, hier unten ist noch. Oh, da geht's ja noch richtig runter. Moment mal. Lass mich mal eben wieder leise reden. Ja, wo bist denn? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Bist du da vorne? Bist du hinter mir? Wo bist du, hä? Ich glaube, du bist unter mir. Da drüben. Oh, da sind aber wirklich noch Gänge und alles, ne? Ja, ich komme ja schon vor wie Benny der Supercop. Da hinten hat sich aber was bewegt. Das bilde ich mir wahrscheinlich wieder nur ein, ne? Ach, da unten ist er ja, der kleine Freund. Junge, 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 was machst du denn da so allein, hä? Hier kommst du nicht hoch, ne? Jedenfalls nicht, wenn ich dich nicht jetzt hier so anlocke. Huhuhu, haha. Ah, das ist aber toll hier. Das ist aber schön hier, das gefällt mir. Guck mal hier. Dann können wir hier noch so runter, da geht es auch noch weiter. Hier kommt aber keiner. Immer checken. Ah, hier kommt aber eigentlich keiner hoch, ne? Ne, das ist zu hoch hier überall. Also. Oh, ist das denn noch? Oh, Feuer. Das ist ja wohl. Oh, nee. Und Kohle. Okay. Komm, die nehmen uns mit. Ich hoffe mal, meine Festplatte macht das jetzt alles mit. Ich lasse ja hier einfach Video laufen und weiß noch gar nicht, wie lange das alles wird. Ich habe gedacht, diese Staffel der Let's Shows, die lasse ich halt einfach auch mal, soweit es geht, einfach mal laufen, wenn hier gerade so was Spannendes passiert, ne? Wenn es was zu sehen gibt. Und dann gucken wir, ich weiß jetzt also noch nicht, wie viele Folgen das überhaupt werden, bis wir in Emlomar ankommen. Der Name Emlomar ist einfach reine Fantasie. Das ist halt, wie ich halt auch gerne spiele. Ne? Ich meine, bin nicht so ein Technokrat, sage ich jetzt mal. Ich mache das wirklich einfach. Für mich müssen die Dinge auch eine Bedeutung haben. Nein, alles Quatsch. Ich überlege nur gerne mal so noch so Geschichten und was weiß ich, ne? Ja, ich glaube, den werde ich gleich erstmal beseitigen müssen, den Zombie, weil wir sonst überhaupt nicht mehr wissen, ob das jetzt noch mehrere sind, ob da jetzt immer noch der gleiche ist. Also, hier wird das gerade auch wieder lauter, ne? Oh. Ja, super, hallo. Mensch, ey, wir sind aber doch auch wirklich schon eigentlich sehr, sehr tief unter der Erde, ne? Da unter mir wimmelt wahrscheinlich alles. Ich hack das jetzt hier mal ab. Ich glaube, da ist alles okay. Ganz locker bleiben, Leute. Ganz locker bleiben. Frag mich immer, wer diese Geräusche gemacht hat. So. Ja. Was ist denn da hinten los?
glaube, da ist der irgendwo, ne? Gut, gucken wir mal hier. Ich habe inzwischen, guck mal, so schnell geht das. Eben hatten wir noch 22, jetzt habe ich nur noch 11 Fackeln dabei. Habe ich auch wenigstens Holz dabei, da können wir uns ja schnell welche bauen, ne? Kohle haben wir ja gefunden. Wie ich mich kenne, habe ich natürlich kein Holz dabei, weil ich ja immer so sparen muss. Oh, hier ist das also wirklich schon irre, ne? Da geht es auch runter. Ich gucke erstmal hier so lang. Skelett. Verdammt, hätte ich fast gesagt. Da ist es. Ich hasse Skelette. Ja, Skelette sind einfach Mist. Skelette, die können so genau schießen. Aber ich weiß nicht, wie ich das hinkriege. Es geht eigentlich nur mit Pfeil und Bogen. Skelette, die hüpfen auch unheimlich nach links und rechts. Wenn man die mit dem Schwert bekämpft, hat man eigentlich gar keine Chance. Also ich jedenfalls nicht. Ja. Jetzt müssen wir mal sehen. Wo ist es ja? Da kommt es. Gib mal nicht auf. Komm mal, hallo. Ja, siehst du. Ja, wo ist das denn, das blöde, untote Ding? Komm her, du Knochengerippe. Wir können es noch nicht mal sehen. Also ich kann es nicht sehen gerade, ne? Ich weiß nicht, wo es ist. Wenn ich jetzt näher rangehe, schießt es mich wieder. Ich finde das auch nicht nett. Aber mal checken, wo man hier so hinspringen kann. Hallo. Ja, nun komm, nur lass dich blicken. Ach, das ist direkt unter mir. Das habe ich überhaupt nicht bemerkt. Ja, super. Jetzt habe ich's. Sind das mehrere? Verdammt. Leute, es sind mehrere Skelette. Dann kann es da unten noch eigentlich nur einen Dungeon geben, oder? Ich bin jetzt schon so schwer verletzt. Schnell mal was essen. Meine Rüstung ist schon fast weg. Ist ja eh nur die billige Lederrüstung gewesen. Ja. Dass mir das im Moment auch ein bisschen heikel wird hier unten. Ich habe ja auch schon einige Ressourcen gesammelt. Ich würde eher vorschlagen, wir bereiten uns auf oben noch mal ein bisschen besser vor. Ja, die kommen ja hier nicht hoch. Das ist jetzt zu hoch da. Brauche ich gar keine Angst haben. Ich will es natürlich jetzt nicht wieder alles verlieren. So, das ist halt, wird immer halt, je länger man in der Höhle ist, immer dramatischer. Man findet mehr Ressourcen, man hat weniger Fackeln, man begegnet mehr Monster, man gerät immer tiefer, man verläuft sich. Deswegen muss man ab und zu auch mal einfach solche kleinen Stops einlegen und versuchen wieder nach oben zu kommen. Auch das ist ja immer wieder eine Aufgabe. Ich denke, das kriegen wir gleich hin. Ja, das ist jetzt. Nach Holz wollte ich noch schauen, ne? Habe ich nichts dabei. Ja, gut. Auch schön. Ach, ich muss da nochmal gucken, ey. Und zwar. Ja, das ist mir zu heikel. Es hätte mich jetzt interessiert, ob da wirklich ein Dungeon ist. Aber wenn wir den jetzt nicht sofort sehen, weißt du, dann hat das keinen Sinn. Na, dann. Ist es gleich aus mit uns. Hier komme ich noch mal mit ein bisschen TNT wieder. So, hier war das und dann waren wir hier, müssen wir nach hier oben. Hier waren die Spinnen, die haben hier gesessen. Hier habe ich die Barrikade gebaut und deswegen kann ich jetzt hier auch noch mal ein bisschen Eisen mitnehmen. So, da ist ein Durchgang, ne? Jo, schön. Da droht uns jetzt aber keine Gefahr. Passt ja nichts durch, ne? Vielleicht kommen ja mal so Goblins in Minecraft oder so. Schätze ich mal schon, dass die dann so durch so Einerlöcher kommen.
Wobei, der muss natürlich immer aufpassen, der Notch, dass der nicht so Sachen erfindet, wo die praktisch so die ganzen alles zerstören, was man so an Baukonzepten so umgesetzt hat. So Goblins, die plötzlich durch so einer Löcher passen oder so, das ist natürlich vielleicht auch ein Problem. So, jetzt nehmen wir den noch mit. So, dann haben wir das schon geschafft. Dann haben wir nur einen kleinen Ausflug gemacht, aber doch schon. Also erstmal gucken vielleicht, ja. Bitte, danke. Bitte, danke. Ja, die Höhle hatte ich wirklich völlig liegen lassen. Da war ich froh, dass ich beim ersten Mal, als ich da den Weg gebaut habe, oben überhaupt durchgekommen bin. Das wimmelte dann nämlich in dem oberen Bereich vor Monstern, die ich erstmal irgendwie bekämpfen musste von oben. Wie das so ist, ne? Heieiei. Ja, Kohle ist wirklich genug da, also das finde ich gut. So, ist denn hier noch was Schönes? Noch mehr Kohle. Jetzt könnte er mir aber mal langsam den Buckel runterrutschen. Da ist eine Riesenhalle. Da habe ich noch Silber gesehen, gut. Wow. Hier müsste man eigentlich mit dem ganzen Bautrupp anrücken und alles auf links krempeln. Da unten ist auch noch schönes Zeug. Renn ich mal hier rein. Ja, bei so richtig großen Höhlenerkundungen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit wir das hier so machen müssen, ne? Oder machen sollen. Wir können das hier so machen, dass wir das jetzt gleich hier so abschließen. Und wenn ihr unbedingt noch weiter in diese Höhle wollt, dann mache ich da eben mal noch eine Sonderfolge mit.